Und das ist dann hier das letzte 86er-Team. Gehen wir auch ab. Viele Untrades dabei gewesen. Da haben wir die Karte hier vom guten Paketkopf. Sieht sehr, sehr krass aus, meiner Meinung nach, auf der 8. Ähnlich wie Pirlo wird er wahrscheinlich sein. Passen auch krass, 5 Sterne Skills. Karte sieht sehr, sehr nasty aus. Da habe ich Bock drauf, die heute zu testen. Und hat auch einen grünen Link zu Aua. So, Jungs, das ist unser Team für heute. Sehr, sehr crackes Team. Natürlich mit Messi Team of the Year hier. Wir haben uns, wie eben schon gesehen, Paketkopf hier noch mitgenommen. Und Werner habe ich mir erspielt. Ansonsten, Rest des Teams kennen wir ja. Und dann gehen wir rein. Was? Aber die Leute haben auch echt krasse Teams mittlerweile, ne? Krass, Messi. Wirklich krass. Das ist ehrlich krank. Stark gemacht, Best. Okay. Ah, I take it. Pelé mit Messi in Rot. Scheiß Freak, Digga. Oh mein Gott, ich sehe es jetzt schon. Ach du Scheiß, das ist ein Freak. Ach, oh mein. So, meine Eckentaktik wieder probieren. Kann die was? Kann die was? Oh. Jungs, ich glaube, ich bin da was ganz Heißem auf der Spur. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass das klappt. Oh mein Gott, komm Messi. The GOAT! Let's go! Stark! Oh, Kaka, Digga! Was ein Schuss! Alter, der war krank! War krank gemacht! Sag ich euch ehrlich, dass der reingeht? GG, Kaka! Ah! Was ist das denn? Oh mein Gott, Messi, komm! Messi! Der Typ ist krass! Der Typ ist der Beste! Oh mein Gott, Messi! Oh mein Gott, Messi! Ey, der Typ ist krass! Das ist der beste Spieler in diesem Spiel! Messi ist der beste Spieler in FIFA! Boah! Okay, da ist es! Rang 4 hätte ich jetzt auch geschafft, ey. 3 Player Picks, 100k Pack, 125er Primo Team of the Week Set und am Ende noch 50.000 Münzen, die auch gut schmecken. So, wir gehen in den mittleren rein. Ohne Reden, Ben Yedder, Bruno wäre ganz cool. Ah, Würz. Nehmen wir mit. So, dann den rechten hier. Ah, Meunier. Oh, Robertson. Ey, not bad. Robertson, not bad. Ich weiß nicht, ob der überhaupt was wert ist, so. 38.000. Ja, aber ist okay. Ja, komm, wir machen den auch normal auf. Bringt, glaube ich, Glück heute. Zeig ich euch, wie es ist. Schade. Wir starten mal heute mit dem Premium Team of the Week Set, weil, ja, ich glaube, da wird eigentlich nichts rauskommen. Aber mal sehen, vielleicht. Ja, alle Flammen. Ja, perfekt. Einfach Japan. Ah, einfach Ito, Junge. Einfach Ito. Ayo. Ito. So, dann das 100k-Pack von unseren Rewards. Vielleicht kommt der natürlich auch hier. Wer weiß, wer weiß. Ah, wenigstens ein Walkout. Busquets. Nee. Rotri. Okay, gucken wir mal, was noch dahinter ist. Vielleicht noch ein Inform. Auch süß. Ah, ist okay. Ist okay. So, und dann noch das 125er. Komm, gönn was Gutes. Yay, bitte. Okay. Ja, leider nicht. Aber nicht schlimm. Thiago Silva. Not bad. So, abschließend Teambewertung noch. Wir fangen im Tor an. Schmeichel, sage ich euch, wie es ist. Ich glaube, das ist, wenn nicht der beste, zumindest einer der besten Keeper im Spiel. Der Typ, was der heute rausgeholt hat, geisteskrank. Wirklich, wirklich geisteskrank. Absolute Empfehlung. Damian, auch einer der besten Rechtsverteidiger im Spiel, die ich je gespielt habe. Auch richtig krank gewesen. Schnell, beweglich, defensiv stark, passen immer noch gut. Geil. Ferdinand und Süle, die besten Innenverteidiger. Ich bin verliebt in die beiden. Das ist einfach nur krank, was die reißen. Dave ist auch immer noch krank. Pirlo, auch hier kann ich nur sagen, einer der besten Achter im Spiel für mich. Ist spielstilabhängig. Ich bin den geisteskrank, den Pirlo. Ich muss irgendwann bald seinen Prime spielen. Tempo ist stabil. Dribbling ist, obwohl es hier nicht steht, sehr, sehr geil. Passen ist andere Liga. Und auch defensiv und Verteidigung und Physis geht auch fit. Paquette haben wir heute abgeschlossen. Sag ich euch ehrlich, ist ähnlich wie Pirlo.
Ich finde ihn aber nicht unbedingt besser. Ich finde ihn einfach ähnlich wie Pirlo. Einfach ähnlich, aber eine sehr, sehr geile Karte trotzdem. Kann ich euch auch empfehlen. Sehr, sehr geil. Hat mir richtig gut gefallen. Beweglichkeit krass, Tempo krass. Auch passend, stabil. Defensiv auch seine Leistung gebracht. Habe ich eigentlich nichts dran auszusetzen soweit. 5 Sterne Skills, stabil. Sola im Sturm. Ja, mal gut, mal schlecht. Schwächelt ab und zu ein bisschen. Bei gutem Gameplay ist er krass. Bei schlechtem Gameplay manchmal ein bisschen schwierig. Aber all in all auch eine stabile Karte. Best kann ich eigentlich genau dasselbe zu sagen. Bei schlechtem Gameplay schlecht. Bei gutem Gameplay gut. Auch ein bisschen geschwächelt. Der hier für eine Free-Karte, der Werde. Krass, Jungs, er spielt in euch. Für eine Free-Karte macht ihr mit dem nichts falsch. Weakfoot, der hat ein Tor mit dem rechten Fuß gemacht. Keine Ahnung, ob das 3 Sterne Weakfoot war. 5 Sterne Skills immer geil. Beweglichkeit, andere Liga. Tempo war okay. War okay, also war schon krass okay, aber nicht 99. Steht ja hier auch nicht. Steht ja 96 da. 96 Tempo passt, ja. 96 Tempo, wie es hier auf der Karte steht. Sehr, sehr geile Karte. Holt ihn euch mit. Und dann kommen wir zum Main Man. Und ich sag's euch, wie es ist, Jungs. Ich glaube, das ist mit einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar die beste Karte im Spiel. Der Typ ist geisteskrank. Was der abgerissen hat, wirklich unnormal. Wirklich, wirklich, wirklich unnormal. Also, ja, ihr kriegt das, was hier auf der Karte steht. 99 Tempo, 99 Schießen, 98 Passen, 99 Dribbling. Was soll ich euch erzählen? Der Typ ist geisteskrank, Jungs. Geisteskrank. Kaka, ja, ich will ihn nicht mit ins Video reinnehmen, weil ich habe ihn nur 2 Spiele gespielt und da auch nur eingewechselt. Will ich ihn eigentlich ungern mit reinnehmen, weil ich nicht genügend getestet habe. Aber in den 2 Spielen sehr, sehr krass gewesen.